Moin Moin, ein weiteres Bike Loop Video steht an. Und zwar ist es immer noch Anfang des Frühlings, eher noch winterlich, Ende März. Und ich mache jetzt diesmal eine Wochenendtour von München nach Salzburg. Innerhalb von 2 Tagen geht es 160 Kilometer durch das Chiemgau nach Salzburg und ich nehme 2 Tage Zeit. Das heißt, heute steht der längere Teil der Tour an. Es geht von München bis Reit im Winkel, was 102 Kilometer sind. Und das ist schon ganz schön viel. Das heißt, nichts wie los jetzt. Nochmal zu den Wetterbedingungen. Es hat 8 Grad. Heute Morgen ist es jetzt 8.30 Uhr. Eigentlich schon später, als ich los wollte. Es hat die ganze Nacht geregnet und gestern. Mich wundert es eigentlich, dass es jetzt schon aufgehört hat zu regnen. Und ich denke, es wird heute Vormittag auf jeden Fall noch regnen. Dafür wird es aber morgen sehr schön. Dankeschön. Und da ich heute 102 Kilometer vorhab, heißt es wirklich für mich volle Kraft voraus. Ich fahre jetzt bis Aying durch, in ca. 20 Kilometer, ohne einmal Pause zu machen, um eben auch ein bisschen voranzukommen. Denn ich will vor Anbruch der Dunkelheit, was ca. um 18 Uhr ist, in 9 Stunden in Reit im Winkel ankommen. Ist natürlich so eine Challenge mal wieder, hier jetzt doch Gas zu geben den ganzen Tag. Aber genau das gefällt mir auch. Vor mir liegt Aying und die Sonne kommt raus. Das ging jetzt richtig schnell. Zeitgleich mit mir trifft auch die S-Bahn ein in Aying. Obwohl die wahrscheinlich jetzt noch ein paar Sekunden früher da ist, also Gas geben vor der Bahn. Puh. Also die 17,8 Kilometer bis Aying bin ich jetzt in einer knappen Stunde gefahren. Und jetzt kommt hier schon der erste Hügel, wie man sieht. Und dann geht es ins Tal, ins Mangfalltal runter. Aber dann kurz vor Ende, bei Kufstein circa, geht es nochmal richtig hoch am Stück. Dann muss ich schauen, ob ich da noch Energie habe, da diesen Berg zu erklimmen. Jetzt erstmal runter ins Mangfalltal. So, den Anstieg hier, den habe ich ganz gut bezwungen. Der war recht einfach. Und jetzt bin ich jetzt hier im kleinen Dorf. Klein Helferdorf. Wirklich irgendeinen Kaff hier und es geht runter in den Mangfall und dann wird der Weg wieder flach. Und hier, man kann es sehen, ich bin auf der Via Julia. Das ist eine Fahrradroute, die südlich von München bis nach Salzburg geht. Aber die werde ich nicht komplett so fahren, denn die geht eher nördlich der Alpen entlang und ich werde durch die Alpen fahren. Das heißt, ich werde alle Berge und Wasserfälle und Schluchten und was es auch immer in den Alpen gibt mitnehmen, weil es die schönere Tour ist. Aber da die Via Julia ja eine alte Römerstraße ist, kann ich verstehen, dass die sich den einfacheren Weg gesucht haben. Oh, jetzt geht es hier aber noch mal ein bisschen bergauf. Ist aber kein Problem. Hier ist noch mal ein bisschen bergauf. Und hier ist auch der Bergtierpark, den ich gerne mal besuchen würde. Hier haben wir ein paar Rehe. Ich habe leider nichts Passendes als Rehfutter dabei. Weder Bananen noch Schokowaffeln oder Würstchen können die essen. Deshalb müssen sie jetzt selber ihr eigenes Essen essen. Das Bordbistro ist eröffnet. Hier ist es wahlerisch, am Fluss entlang zu fahren. Und immer wieder sehe ich auch so Angler wie diesen Herrn hier. Ich wechsle jetzt die Flussseite. Und hier bin ich auf einmal, wenn man hier geradeaus fährt, kommt man nach Bad Feilbach und zum alten Zementwerk. Da habe ich auch mal eine Tour hingemacht.
Und den Link dazu werde ich jetzt einblenden. Die ist nämlich sehr, sehr, sehr sehenswert. Gerade von München nach Rosenheim, der Mangfallradweg. Wirklich cool. Und jetzt geht es aber für mich hier weiter, immer Richtung Rosenheim. Schön hier auch zum Aufpumpen. Wie, das Aufpumpen kostet 1 Euro? Warum denn das? Das ist doch nur Luft. Das ist doch keine Tankstelle hier. Super, dass hier auch jemand die Karte übermalt hat. Kann man es besonders gut lesen. Hier verlasse ich jetzt gleich den Mangfallradweg. Schaut euch mal diese schönen Häuser am Fluss hier an. Immer das schöne Flussrauschen und dann in dieser alten Backsteinarchitektur. Mein nächstes Ziel ist die Staatsgrenze. Dann geht es nach Österreich und die ist noch 26 Kilometer von hier. Das ist schon noch ein ganz schönes Stück. Hier in diesem Jesuskreuz mache ich mal noch mal Pause. Ich bin jetzt weg vom Mangfallweg. Und es geht jetzt im Inntal rauf Richtung Staatsgrenze. Vor mir beginnen die Berge. Hier sieht man den Wendelstein. Bei Brandenburg müsste der Wendelstein sein. Und da ist dann die Autobahn A8, die ich jetzt gleich überquere. Und dann geht es immer mehr in die Alpen rein. Und irgendwann geht's auch hoch. Eine verwilderte Eisenbahnlinie. Aber das ist keine normale Eisenbahn, das ist die Moorstation Nickelheim. Da hinten ist ein Moor. Und mit dieser Eisenbahn wurde eben der Torf abgetragen und hier in diese Stadt gebracht. Also hier ist eben jetzt so ein Wagen von dieser Moor-Torfbahn. Aber der sieht schon lange nicht mehr benutzt aus. Jetzt bin ich im Ort Brandenburg. Und der Ort hält wirklich, was er verspricht, denn hier gibt es auch eine Burg. Von hier aus in Brandenburg sind es noch 12,5 Kilometer bis zur Staatsgrenze, die irgendwo da vorne in den Bergen liegen muss. Hier ist übrigens ein ganz toller Badesee am Radweg. Also egal, ob ihr Radfahrer seid oder Autobahnfahrer, da hinten ist die A8 Richtung Kufstein. Dieser Badesee ist bestimmt im Sommer ein Paradies hier kurz vor Oberaudorf. Da ist der Inn. Klassiker, der klassische Innenradweg, einfach neben der Autobahn mit bisschen Bergblick und bisschen Innenblick und straight geradeaus. Na gut, das geht doch. So, wir sind in Österreich, die Staatsgrenze. Und hier mache ich jetzt mal eine Pause. Also hier stehe ich jetzt noch auf der Innbrücke, diesem wunderschönen Holzkonstrukt. Und jetzt beginnt nach 75 Kilometern der große Aufstieg zwischen Wildem und Zahmenkaiser in der Mitte durch. Jetzt kommen die Höhenmeter davor, das alles ging irgendwie noch, aber jetzt geht's bergauf und weh. Und hätte ich jetzt ein E-Bike, würde ich jetzt gar nicht so darüber nachdenken. So sieht's hier aus, den Berg hoch. Ein schöner Weg, eine ruhige Straße mit einem kleinen Bach nebenan, aber es geht kontinuierlich bergauf, also nichts zum Faulenzen hier. Ich weiß nicht, ob man es hier auf der Karte sieht, ich habe jetzt schon einen Teil des Anstiegs geschafft, aber jetzt habe ich kurz am Weg angehalten, weil die Beine so brennen. Wenn man schon einen Skilift beim Fahrradfahren sieht, weiß man, hier ist eigentlich keine Radfahrerregion mehr. Aber schön ist es trotzdem.
Eine tolle Aussicht hier. Ein Adler. Hier ist der Walchsee. Endlich bin ich auf der Höhe heute und kann jetzt ein bisschen runterfahren sogar. Das freut mich jetzt wirklich. Und diese Spiegelung am Waldchensee ist doch einfach wunderschön. Schaut euch das an. So, jetzt bin ich hier am Walchsee. Mach noch mal eine Pause. Und je nachdem, wie sieht man es mir an, wie anstrengend es war hier hoch. Also ich bin froh, es jetzt geschafft zu haben. Und jetzt sind es nur noch 15 Kilometer bis Reit im Winkel. Es geht noch einmal rauf und noch einmal runter. Und dann heißt es Einkehr. Und noch eine Staatsgrenze. Reit im Winkel liegt ja in Deutschland. Ich roll jetzt den Reit im Winkel ein. Ich habe jetzt noch genau 1 Kilometer bis zur Unterkunft und 103 Kilometer habe ich heute schon. Das ist natürlich ein malerischer Ort hier. Ich war jetzt noch hier im Edeka und habe mir ein Abendessen geholt. Es gibt eine Mischung aus Salat, noch mehr Wurst und einem Käsebrot. Mal schauen, wie es schmecken wird. Als Abendessen gibt es hier so einen Salat mit Wurst und Käse drin. Und ein Bier habe ich natürlich auch schon. Guten Morgen, der zweite Tag der Wochenendtour München-Salzburg beginnt. Ich bin gerade auf dem Startpunkt in Reit im Winkel und das Wetter heute ist sehr schön, es hat bestimmt schon 10 Grad, es ist super sonnig. Und jetzt geht's ab Richtung Salzburg, erstmal durch so kleine Täler und so weiter, dann über Bad Reichenhall nach Salzburg. Also so sieht der Weg raus nach Reit im Winkel aus. Es geht hoch zur Winkelmoosalm. Da geht es schon ein bisschen bergauf. Das ist das Skigebiet von Reit im Winkel. Und das ist immer parallel zu diesem schönen Naturfluss. Also hier geht es rauf zum Winkelmoos-Steinplatte-Skigebiet. Ist bestimmt sehr schön. Und das Skigebiet ist auch noch geöffnet. Allerdings bin ich ja schon mit dem Fahrrad unterwegs hier im Endwinter, Anfangsfrühling. Also jetzt stehe ich hier in Seegattal an der Seilbahn zur Winkelmoosalm. Hier bin ich losgefahren in Reit im Winkel 700. Ich kann mir kaum vorstellen, dass was ich zurückgelegt habe nur 64 Höhenmeter waren. Und jetzt gibt es 2 mögliche Routen. Die erste ist über die Winkelmoosalm komplett rüber und dann in das Heutal rein. Und dann geht es nur noch runter bis Salzburg. Aber man muss hier wirklich auf über 1200, 1300.
Und die andere Route wäre eben hier runter über die Seen und dann eben noch mal ein Stückchen hoch nach Bad Reichenhall. Ich werde mich für die Seenroute entscheiden, weil ich glaube, dass es sehr schön ist und weil ich auch ziemlich sicher bin, dass es ab so einer Höhe noch Schnee hat und ich dann wahrscheinlich stecken bleibe. Und genau, ich werde die Seenroute wählen. Ja, heute habe ich eigentlich gedacht, die Tour nach Salzburg wird eine ruhige Kugel, ca. 60 Kilometer und viel mehr bergab als bergauf. Ja, hier heute Morgen beginnt schon eigentlich mit vielen Anstiegen und hier ist der See, man sieht es durch den Wald und ich bin schon deutlich höher als der See. Das heißt, jetzt musste ich alles gerade hochfahren. Ja, aber irgendwann wird es ja auch wieder runtergehen. Also hier rechts geht es jetzt wieder runter, aber hier links, da oben ist noch so ein kleiner Aussichtspunkt auf den See. Und für meine Zuschauer werde ich da jetzt noch rauffahren zu diesem Aussichtspunkt. Ist jetzt die Chiemgau Arena und da drüben ist auch eine Skisprungschanze. Also hier in der Chiemgau Arena wird einiges über den Biathlonsport erklärt und wie das eben der Region auch hier geholfen hat. Und dann haben sie hier tolle Skisprungschanzen gebaut. Für mich geht es jetzt Richtung Inzell weiter. Ich bin gerade in Ruhpolding. Also ich bin jetzt schon wieder unten im Tale. Man sieht, der Fluss hier ist auch schon wieder ordentlich breit. Und da komme ich her aus den Bergen. Genau, und jetzt geht es eben weiter nach Inzell. Jetzt geht es wieder den Berg hoch. Und jetzt kommt der brutalste Anstieg des heutigen Tages. Circa 200 Höhenmeter in nur wenigen Kilometern. Ich halte nicht freiwillig die 30 Kilometer ein, sondern weil auch einfach hier im Berg hoch überhaupt nicht mehr geht. Das Gute beim Aufstieg auf dem Asphalt hier ist, der Asphalt ist sehr griffig. Das Rad rutscht nicht ab. Alle Energie wird übertragen in Höhenenergie. Und man sieht es auf dem Weg zurück. Ich habe schon einiges an Höhe gewonnen, aber es geht auch noch weiter bergauf. Puh. Und zwar, das sind schon 10% Steigung, 12% sogar. Oben habe ich es gleich geschafft, da geht es dann auf der Straße weiter und nicht mehr so viel bergauf. Ja, ihr seht, ein flaches Stück. Hier auf der Bundesstraße sind es jetzt eher leichte Anstiege, die es hochgeht. Das ist auch mit schöner Aussicht. Was für ein cooler Spielplatz. Hier hätte ich als Kind aber echt gerne gespielt. Da noch am Wasser da hinten. Super. Aber hier geht es jetzt brutal den Berg hoch wieder. Es geht jetzt ab von der Straße durch dieses Tal. Hätte ich nicht gedacht, dass es nochmal so rauf geht. Hier. Oh je. Der Weg durchs Tal war eigentlich auch nur eine Abkürzung, um nicht auf der Straße fahren zu müssen. Wow, tolle Landstraße hier. Wow. Also, ich bin jetzt hier in Weisenbach, schon im Berchtesgadener Land. Und es geht jetzt hier an der Deutschen Alpenstraße entlang.
die auch ein bisschen unangenehm zu fahren ist, weil hier doch viel Verkehr ist und es alles sehr schnell geht. Zum alten Michel, Holzkunst. Das hat sich alles hinter mir gestaut jetzt. Nach der rasanten Abfahrt hier runter gibt es jetzt erstmal Mittagessen. Was halt noch von den Snacks übrig ist, Bananen, Schokowaffel und ein bisschen Eistee. Ja, das gibt es jetzt hier in so einem kleinen See in der Nähe von Berchtesgaden. Jetzt noch 3 Kilometer bis Bad Reichenhall. Willkommen in Bad Reichenhall. Durch historische Altstadt Bad Reichenhall. Und hier sind es auch nur noch 18 Kilometer bis Berchtesgaden. Also wer die Tour verlängern will, der kann auch noch nach Berchtesgaden und dann rüber nach Salzburg. Ah, da sitzen die Leute schon draußen, echt schön. Die Alpen habe ich verlassen. Jetzt geht's hier flach bis Salzburg. Hallo. Also die restlichen 15 Kilometer sind jetzt nicht mehr in den Bergen, nicht mehr in den Alpen, sondern einfach relativ flach bis nach Salzburg zu rollen. Hier ist ein Schloss und dieses Schloss sieht sehr aus wie die Gebäude der Fastfood-Kette White Castle in den USA, aber ich bin mir sicher, dass dieses Schloss schon länger existiert als die Fastfood-Kette. Vielleicht hat sie als Vorlage gedient. Die nächste Staatsgrenze nach Österreich. Auf einmal befinde ich mich schon im Salzburger Stadtverkehr. In 5 Kilometern ist die Tour beendet. Genauer gesagt bin ich hier am Flughafen. Salzburg Flughafen. So, hier genieße ich jetzt nochmal die Aussicht auf Salzburg. Ich bin auf dem Parkdeck des Flughafenparkhauses. Und hier ist Salzburg. Jetzt geht's hier in den Tunnel. So, hier bin ich an der Salzach in Salzburg angekommen. Jetzt gucke ich, dass ich hier in Salzburg nach der ganzen Tour noch was zu essen bekomme. Am liebsten wäre mir ein Schnitzel oder ein paar Würste oder sowas. Ich mag die österreichische Küche übrigens sehr, deshalb am besten wäre jetzt, wenn auf dem Weg von hier bis zum Hauptbahnhof noch irgendwie ein Biergarten auftaucht oder irgendein Gasthaus. Das würde die Tour jetzt noch perfekt abrunden, das passende Essen. Es ist jetzt übrigens so 15 Uhr, die Züge nach München zurückfahren stündlich, das heißt, da habe ich absolut noch Zeit. Und hier auf der Saalachbrücke in Salzburg habe ich jetzt noch einen wundervollen Blick auf die Stadt. Und die Hohensalzburg. So, hier bin ich am Salzburger Hauptbahnhof und hier fahre ich jetzt gleich mit dem Zug zurück.
Jetzt kommt noch das Bike Look Feedback zu dieser Tour, während nochmal in den Highlights die besten Bilder ablaufen. Also insgesamt ist es eine tolle Tour, München-Salzburg, für ein Wochenende perfekt geeignet. Die Züge fahren immer schnell zurück. Es ist schon anspruchsvoll über die Berge, teilweise bis nach Reit im Winkel und weiter, aber es lohnt sich. Die Ausblicke sind wunderschön, die Natur ist wunderschön und es geht auch zu fast jeder Jahreszeit. Also ich kann diese Tour wirklich sehr empfehlen, gerade für so ein Wochenende zwei wichtige Städte im Voralpenraum miteinander zu verbinden. Es ist wirklich wunderschön. Wenn euch das Video zur Tour München-Salzburg gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal und schaut euch auch die anderen Bike-Look-Videos an.